Vorhang auf für das große Finale von Super Wagon World. The End draws near. Noch zwei Level sind's, laut meiner Liste. Und es ist an der Zeit, dass Brian seinen Job macht. Es war zwar spaßig, aber jetzt ist es vorbei. Was ist Brians Aufgabe nochmal? Ich habe die Story nicht wirklich verfolgt. Beziehungsweise wieder vergessen. Es kommt davon, wenn man zu viele Nintendo-Games spielt. Ja. Hat man mit Story oft nicht viel am Hut. Ach ja, stimmt. Er ist immer noch dabei, die Level zu löschen. Er macht einen hervorragenden Job. Guck mal, er lässt sogar seine Brüder am Leben. Aber alles andere hasst er. Ich dachte, da steht Timmy. Little Timmy, weißt du? Time to... End. This. Das hat er sehr langsam und episch gesagt. Der rote Button. Ich hätte ja Lust da drauf zu. Ist das auch sogar ein Ausrufezeichen, damit es aussieht wie ein Super Mario World Schalterpalast-Schalter? Oh oh. Ich habe das Gefühl, dass das verwandelt sich gerade in ein richtiges Level. Brian? Ich muss Brian jagen. Ich muss ihn jagen. What? Hey! Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ding jetzt steuere oder ob ich eingesperrt bin. War das nicht mal eine lustige, spaßige Superwelt? Wieso ist es jetzt auf einmal so unheimlich? Die gleichen Bilder wie damals in der Vorstellungsrunde. Das ist so lange her. Ich habe diese Superwelt jetzt über den Verlauf mehrerer Wochen gespielt. Monate fast schon. Und ich bin tot. Grandios. Geht's jetzt los? Sind wir soweit? Fantastisch. Genau, Redcoin Setup für eine Redcoin. Das ist hier so ein, als ob da das Level losgehen würde. Hm. Ist eine Möglichkeit, die nicht einzusammeln? Das ist nicht gut. Good luck! Ja, gut, gucken wir mal, oder? Was sonst noch so passiert heute in dieser Welt? The Wagon World, finally. Das Castle in der Lava. Ich muss das mal erst noch verarbeiten. Ich weiß nicht genau. Guck mal, es hat noch niemand abgeschlossen auf meiner Switch. Was für ein Zufall. Battle Brian the Mole in diesem epischen Höhepunkt aller Äras von Trolling. Das klingt doch schon mal nach etwas. Ich weiß nicht, der ultimative Troll wäre, wenn das Level jetzt einfach endet, weißt du? Vor allem, weil wir schon... Oho! Weil wir schon ein paar Level hatten, die finalwürdig gewesen wären. Vielleicht mussten sie das aufsplitten, weil es einfach keinen Platz mehr hatte. Ja? Ich glaube, dem Thwomp helfen wir als erstes mal. Der sieht so aus, als könnte er sie dringend benötigen. Ja, das sind die Räume, die mir vorher angezeigt wurden. Wie niedlich. Huh. Yep. Das ist das Finale. Stellt euch drauf ein. Alle 10 Sekunden werde ich hier abkratzen. Das ist unheimlich. Kann ich hier... Oh! Mir fällt gerade wieder auf, wie awkward die Steuerung von diesem Spiel ist. Und wie awkward es jedes Mal ist, dass ich einfach nicht sehe, wenn ich groß irgendwo nicht durchkomme.
Stirbt der eigentlich auch, Er stirbt auf jeden Fall. So, jetzt will ich den Fisch. Mensch, ist das Meta? Dass es Meta ist, denn ich weiß nicht, hätte ich den einsammeln sollen? Der hat da extra nochmal abgebremst, deswegen dachte ich, möglicherweise wollen sie ja, dass ich den krieg. Spikes, Mann. Komm ich da auch direkt hoch? God damn it. Also, wir beeilen uns. Beziehungsweise ich. Ihr müsst ja nichts machen. No! Ich muss mich hier klein machen, oder? Ich komme da anders nicht durch. Was ist das überhaupt? Eine Plattform, die da absinkt? Aber dann komme ich da ja gar nicht mehr. Ich komme da nicht mehr raus. Wo soll ich denn dann einen Pilz herkriegen? Vielleicht habe ich mir den falschen Raum ausgesucht. Überlebe ich es, wenn ich einfach immer wieder springe? Hi! Sehe noch nicht, inwiefern mir der bei irgendwas behilflich ist. Was hat mich denn jetzt getroffen überhaupt? Kommt der auch so? Muss ich da einfach nur warten? Hä? Das kann's ja wohl nicht sein. Ich warte auf den Kettenhund. Weil immer noch Dinge passieren irgendwo im Hintergrund. Warten auf den Kettenhund. Warten auf eine Absolution, die nie erteilt wurde. Ich krieg den. Manometer, ey. Oh oh. Nein, hätte ich jetzt etwa den Pilz noch gebraucht? Ja. Ich meine, das war... Es war offensichtlich, dass man den nicht einsammeln sollte, aber ich konnte mir nicht erklären, warum. Oh Gott, das ist so kryptisch und vor allem so widerlich mit dem One-Way. Ist das überhaupt... Eigentlich muss ich das gar nicht machen, oder? Ich kann die Münze auch auf dem Rückweg einsammeln. Die Gefahr müsste ich gar nicht eingehen. Bumm. Ich habe so Angst vor der Stelle, vor allem wegen den Spikes. Soll ich es trotzdem machen? Ich weiß nicht, irgendwas kommt mir hier spanisch vor. Fast schon andalusisch. Das ist aber auch so weird, dass man gleichzeitig getroffen und nach oben gebobbt wird. So, Achtung. Was kann jetzt noch schief gehen? Will ich mich hier absichtlich klein machen? Da oben sind allerdings Blöcke, die ich möglicherweise jetzt nicht mehr zerstören kann, weil mich der Mancher verfolgt bis ans Ende der Zeit. Habe ich mir hier jetzt den kompliziertesten Raum direkt rausgesucht, oder? Nein, ich glaube, die sind alle so. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die sind alle so. Kann ich hier durchrennen? Ja? Schnell sein? Hä? Ach, da ist ein Notenblock. Ich bin extra lange nach links gelaufen, um sicher zu gehen, dass ich da an der Wand stehe. Kann man da durchsliden? Oder drüber springen? Ja, jetzt. Ich kann meine Füße sehen. Zwei Pixel davon. Oder sogar nur eins. Ah, ah! Oh, der Eiszapfen. Yeah. Ich glaube, ich habe den Troll überlebt. Habe ich es echt geschafft? Gut. Na?
Wieso ist die Münze hier an einer anderen Stelle als in dem, an dem Level zuvor? Das macht mich ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Und warum ist da ein One-Way? Oh no. Oh no. Ich habe den Karl-Fehler begangen. Nein! Das, oh Gott! Soll ich das Level direkt nochmal von vorne starten? Ich will die Safety Coin doch nicht. Aber es gab keine Gelegenheit, sich nochmal umzubringen. Egal, jetzt habe ich es mir eingebrockt. Jetzt spielen wir es so. Oh Gott. Ist das einfach nur Pick a Path? Pick a Shelmet. Nimm den, der am nächsten am Ausgang ist. Ha, der war es wohl nicht. Ich will die Safety Coin nicht. Das belastet mich jetzt zu sehr. Ich kann das nicht so lassen. Ich kann das nicht. Zum Glück sind die Räume ja immer easy, wenn man einmal alle Trolls gesehen hat. Auf jeden Fall stimmt, da stimmt irgendwas nicht. Aber ich werde wahrscheinlich erst ganz zum Schluss rausfinden, was genau nicht. Wenigstens, aber jetzt fühle ich mich befreiter. Also mit der Safety Coin habe ich mich wirklich nicht sicher gefühlt. Was, wenn alle Wege falsch sind und es gibt... Es gibt eine andere Möglichkeit. Was macht Roy? Warum ist Roy da? Hat der... eine Verabredung? Was glitzert da denn? Habt ihr das auch gesehen? Yep. Funktionieren alle nicht. Ach nee, da glitzert gar nichts. Das ist nur... Was ist denn das überhaupt? Ein One-Way? Es geht auf jeden Fall nur hier rein. Diese nackten Röhren, ey. In was für eine Ära sind wir denn jetzt? Ist das schon Meta? Wenn ja, ist es zu Meta für mich. Gibt's hier überhaupt eine Münze? Was, wenn ich den gar nicht machen muss, den Raum, weil es gar keine Münze dafür gibt? Ich sehe auf jeden Fall keine Möglichkeit. Es sind alle abgeblockt. Es gibt keinen Weg, an den vorbeizukommen. Machen wir was anderes, oder? Gehen wir mal hier rein. Auf den Non-Suspicious Boohoo. Toll. Ganz toll. Hä? Aber... das Ding hat doch sogar einen Motor, also ist es an der Schiene befestigt. Ist da noch was drunter? Eine semisolide Plattform oder so? Ah! Wieso funktioniert das nicht? Bist du in dem Moment... als ich viel zu spät reagiert habe und trotzdem noch eine Chance hatte, es zu überleben, dachte ich mir, das ist nicht der Troll. Ha. Ha. Der Fisch ist nicht der Troll. Kepe. Ist eigentlich dahinter versteckt? Ist das nicht zufällig ein Helm, den ich brauche? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war der unerwartetste Kaiserblock bisher. Überhaupt. Nope. Kriegt man nicht mehr los. Was sind das für Geräusche? Ich will wissen, was der Schalter macht. Jetzt weiß ich, was der Schalter macht. Ich mag, wie viel da abgeht und dann im Grunde überhaupt nichts passiert. Vorsicht!
Na, ah. Yay? Nicht yay? Was hat mir denn jetzt noch gefehlt? Das... Das Pau. Aber ich kann nicht das Pau haben und den Panzer, oder? Kann ich das Pau in der Hand haben und mich gleichzeitig mit dem Cape twirlen? In SMW wird das funktionieren. Ha! Wieso? Oh Gott, ey, jedes Mal erschreckt mich das zu Tode. Ich könnte natürlich auch... Genau, pass auf. Nein, nicht das! Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Wieso überfordert mein Hirn das? Ich gehe runter. Werf das hier hoch. Hol mir das Pau. Und hier war jetzt nochmal irgendein Shenanigan. Was genau war das? Kann ich auch einfach in die andere Richtung gucken? Gut, dann bin ich nicht so überfordert. Switch, switch. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich hätte die Röhre schon berührt gehabt, aber... Wohl nicht. Zwei Münzen. Was ich mit dem Raum mit Roy mache, das überlege ich mir später. Okay. Was sind das eigentlich? Wie sind die Türen eigentlich angeordnet? Ich war vorher gar nicht in dem Formraum, sondern in dem 50-Coin-Raum, aber da war keine 50-Coin. Au! Warum ist das denn da? Na, wieder zurück? Nein. Was soll das denn überhaupt sein? Wo man von unten... Ein One-Way. Natürlich, was denn auch sonst? Irgendwie brauche ich keinen P-Switch. Ich finde P-Switch ist doof. Ich finde auch Fragezeichenblöcke doof. Guck mal, da ist die Coin. In der Wand. Komplett eingeschlossen. Oh, ich kann mich bewegen. Yay. Was ist das für ein Anti-Softlock? Oh, guck dich das an. Hitboxen in voller Aktion. Was? Kann er mich nicht killen? Verdichten sich ja die Anzeichen, dass man... Dass man... die roten Münzen am Ende gar nicht braucht. Es ist so merkwürdig. Das ist so merkwürdig. Das kann ich nicht verhindern. Das ist aber auch nicht schlimm. Oh doch. In der Tat ist das schlimm. Okay. Das habe ich aber vorher nicht gemacht. Dass ich da trotzdem nicht... Aha. What? Es ist auf jeden Fall gut, dass ich mir angewöhnt habe, immer alles... Nein! Na! Okay.
ist. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich hab's vergessen. Ach nein, genau, dass ich mir angewöhnt habe, alle Knöpfe loszulassen, wenn irgendwas Komisches passiert. Ist das clever? Das war nicht clever. Es hat so clever gewirkt. Ich fand das... Die Idee war gut. Ich weiß nicht, aber das ist wirklich ein gutes Setup. Man hat da so den Drang... Mach ihn ja kaputt! So. Das ist auch nicht? Das ist auch nicht. Ich gehe runter und werf das Ding. Warum gibt mir das Level so viele... Seht, jetzt habe ich ihn gerade gesehen, wie er sich rein teleportiert hat. Warum gibt mir das Level so viele Möglichkeiten und alle sind falsch? Ich... Der Mantra müsste so langsam mal satt sein. Ich habe ihn vergessen. Killt er mich wirklich nicht nochmal? Das ist ja eine Überraschung. No! Habe ich eine Münze bekommen eigentlich? Ja, davor hatte ich nur zwei, glaube ich zumindest. Wo gehen wir denn jetzt hin? Fehlt eigentlich nur noch die. Was soll das bedeuten? Rote Münzen Recycling? Oh, guck mal, da ist ein Helm. Könnte ich in dem anderen Raum gebrauchen. Da ist eine Ranke drin. Oh. Das war ja gar nicht mal so clever. Das kann es aber nicht sein, oder so? Wirklich? Oh Gott, ich bin so maßlos enttäuscht von mir. Aber was macht den eigentlich kaputt? Weil die Katzenpfote kann das ja nicht. Ich befürchte, ich werde diesen Yoshi nicht retten können. Soll ich ihn mal in die andere Richtung stupsen? Einfach weil es so aussieht, als würde das nicht funktionieren? Ha. Ha. Ich weiß zwar nicht, warum die andere Richtung schlimmer gewesen wäre, aber vielleicht... Keine Ahnung. Es sieht mir alles viel zu kompliziert aus. Ich mache einfach das hier. Oh! Ah! Könnt ihr euch auch nie merken, dass der rote Yoshi keine Zunge hat? Ich finde das wahnsinnig schwer. Jedes Mal vergesse ich das. Komm, einer für die Wissenschaft. Ach, das sind gar keine Stacheln. Und den hätte ich jetzt auch nicht nochmal anstupsen. Das habe ich jetzt nicht versucht. Den kann ich auch nicht nochmal anstupsen. Das will ich jetzt auch noch wissen. Science, Baby. Achtung. Nö, der zeigt keine Reaktion mehr. Und das ist ja noch nicht mal ein Glitch oder was, das ist einfach normal. Super Mario Maker. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, nach dieser Superwelt weiß ich nicht mehr, was real ist und was nicht. Bingo. Keine Zunge. Achso. Das ist immer das Beste, wenn ich darauf warte, dass die Maschinerie in Gang gesetzt wird, dann bin ich selbst dafür. Warum kann ich eigentlich... Warum kann ich fett nicht auf Yoshi reiten? Das sähe so ulkig aus. Ist der wirklich erwartet, dass ich so viel Gas gebe, dass ich da oben drin land? Wahrscheinlich geht's da lang. Haha!
jetzt habe ich tatsächlich den... Ich wollte doch nur den Happy Moment. Sugar Happy Life wollte ich haben. Ist Roy jetzt wirklich zu dumm, um mich umzubringen? Nein. Vor allem, warum ist der denn jetzt auf einmal da? Der ist aus dem anderen Raum hierher gekommen. Zielwasser? Yay! So eine Ballonfahrt ist doch echt was Lustiges. Soll ich jetzt nach links halten oder nach rechts? Wenn ich da drüben raus... Oder... Warum ist das hier eigentlich ein... Nee, ich mach nicht nochmal den gleichen Fehler. Warum ist das ein Zementblock? Bestimmt muss man am Ende irgendwie den Helm wieder verlieren. Könnte ich? Das war eigentlich klar, ne? Das ist, ja. Wrong. Pipe. Das ist hervorragend. Too big brain for me. Was, wenn's die andere, ist? No, da geht's auch noch rein. Dann ist es sie nicht, nee. Also gut, ich halte mich an die Spielregeln. Was soll ich auch anderes machen? Ist noch eine andere Möglichkeit? Gibt's irgendwie da oben? Keine Ahnung, Mann. Ich stehe in den Blöcken. Ist jetzt irgendwo das Ziel? Nein. Oh oh. Warte, warum habe ich das jetzt nochmal gemacht? Ich hatte die richtige Idee. Man soll sich an dem Buhu klein machen. Oder den Helm verlieren. Das ist so lang. Das ist so lang. Und es ist wieder dieser typische Fall von, man schläft halt einfach ein. Weil es so lang dauert. Guter Winkel, Roy. Richtig guter Winkel. Muss wach bleiben. Ich darf jetzt nicht einschlafen. Nach links halten. Okay. Vermutlich sind da die Pfeile um die rote Münze, weil man den Weg fünfmal gehen muss. Also. Wir machen das diesmal anders. Und zwar... So. Guck mal. No! What? Das ist... Come on! Weißt du? Sie wollen ja nicht mal, dass mal ein kurzer Augenblick der Fröhlichkeit aufkommt. Da überlebst du das. Und dann setzen sie direkt nach. Und du hast nicht mal Zeit, darauf zu reagieren. Richtig billige Masche. Was wäre eigentlich passiert, wenn ich den Weg hier als erstes genommen hätte?
Okay. Immerhin das hätte ich überlebt. Ich meine, dass es nach in, also dass es in die Richtung funktioniert, weiß ich bereits. Also sollte ich es vielleicht nochmal machen. Wieso war das Trampolin dieses Mal versteckt? Kann es sein, dass aus dem Notenblock diesmal was anderes rauskommt? Im Prinzip ja nicht. Es sei denn, sie haben halt irgendwelche Glitch... What? Also gut, bin ich letztendlich eben doch noch hier oben. Immerhin, das ist nicht schwierig. Das ist irgendwie so eine komische Layering-Geschichte. Normalerweise ist es ja immer gleich, was im Vordergrund... Oder es hängt nicht davon ab, in welcher Reihenfolge die Sachen platziert werden. Es ist immer eine Sache im Vordergrund und die andere im Hintergrund. Wie habe ich das denn jetzt eigentlich überlebt? Nein! Oh! Oh! Ich lebe! weiß nicht, ob ich es verdient habe. Doch, eigentlich schon. Dieser Abschnitt ist so lang. Endet er niemals? Was muss ich denn noch alles machen? Wahrscheinlich kommt man am Ende davon ans Ziel und braucht die roten Münzen gar nicht. Das würde ich Ihnen noch zutrauen. Blonk. Chill. Hat man das in irgendeiner Form gesehen beim ersten Mal, dass man da hochgeschossen wird? Warum? Nein, 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 nein. Oh. Why, Bro? So, jetzt habe ich keinen Helm mehr. Sterbe ich jetzt nicht? Ach nein, die treffen einen nur. Ich habe es geschafft. Die Safety Coin. Ich frage mich, warum sie verhindern wollen, dass man hier mit dem Stachelhelm durchgeht. So, jetzt ist natürlich die Frage. Nein, es ist kein echter Key Death. Das ist echt super lieb. Aber ich habe das Gefühl, das Level ist trotzdem noch nicht vorbei. Ich stelle mich mal hier unten hin und duck mich. Sehr gut. Brian, ich weiß nicht, was du gegen mich hast, aber das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ist hier irgendwo das Ziel? Wieso sehe ich überall das Ziel auf einmal? Das ist echt ein Bosskampf gegen Brian. Wie geil ist das denn? Er bricht einfach durch die Levelgrenzen. In den Bowser-Fight rein und übernimmt. Das ist genial. Das ist so genial. Hui. So, wie überlebe ich das? Komm ich hier... Hä? Warte, wo ist er denn jetzt überhaupt? Brian? Im Ernst, Mann. Hat er sich selbst gekillt mit dem Muncher? Ach, hier kann ich stehen bleiben. Lil. Und die Pilze? Ist ja so, als hätte ich schon mal gesehen, was das Level mit mir vorhat in Zukunft. Okay. Ah, das ist so eine Maschinerie. Ja. Wieso passieren Dinge? Brian? Können wir da nicht einfach drüber reden?
ist das für ein Geräusch? Platforming! Ha! Okay, ich hab's trotzdem überlebt. Ich traue nichts! Es wundert mich wirklich, dass sie für das hier, für all das, noch Platz hatten. Wahrscheinlich mussten sie deswegen das Intro auslagern. Irgendwo bei der Ranke springen ist gut. Oh, clever. No! Das ist das Ziel! Das kann nicht sein. Das ist... Wie konnten sie das planen? Wie... Dieser Abschnitt hier ist jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, denke ich mir, wie kann es sein, dass hier kein Kaizo-Block ist? Aber vielleicht nur ein Setup für den ganzen... No! Oh. Why? Wie? Was wollt ihr eigentlich von mir? Nein! Hab ich's? Bin ich am Leben? Holy moly! Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war auf jeden Fall ein würdiges Finale. Zumindest von der Länge her. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Credits gibt's allerdings noch, die wohl 2 Minuten 24 lang sind. Haben sie es geschafft, aus den Credits noch ein Troll-Level zu machen? Oder ist es nur ein Abspann? Ich glaube, mein Lieblingstroll von der gesamten Superwelt war der mit dem Knochen trocken. Aber jetzt ein einzelnes Level rauszupicken, wo ich sagen würde, das war insgesamt mein absoluter Liebling, das könnte ich gar nicht. Ist das Ding hier? Brainpower? Oh. Das waren Zeiten. Aber ich glaube, das spielt ihr gar nicht mehr inzwischen, oder? Karl und Brainpower. Ach du Schande, das Ding hat tatsächlich einen Checkpoint. Da kann man sich das einfach so lange angucken, wie man will. Nein, ich bin woanders. Wow, es ist unfassbar, wie viele Leute hier mitgearbeitet haben. Und das ja über mehrere Jahre. Aber das hat sich auch gezeigt. Joko. Und Klaas. Wie haben sie diesen Triller-Effekt gemacht? Da mussten ja Noten ganz schnell hintereinander angeschlagen werden. Die meisten kenne ich gar nicht. Alter Schwede. Neuer Song? Ich kenne den Song, aber ich weiß nicht, was er muss ja irgendeine Meme-Bedeutung haben. Und die Meme-Bedeutung kenne ich nicht. Javine? Rescom? Juju? Dimensio.
Holy crap. Oh. Oh, sie sind vereint. Das ist das Ende, das wir uns alle gewünscht haben. Brian, Goop und Gorb. Ich will auf jeden Fall einen Clip sehen, wo jemand an dem Hammer stirbt von von Gorb oder Goop. Ich weiß nicht, ich glaube Gorb ist der. Ist der dicke Gorb? Keine Ahnung, Mann. Tja, auf jeden Fall, das war's. Natürlich wird es auch in Zukunft mehr Troll-Level geben. Also falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt auf jeden Fall noch. Und dann sehen wir uns in Zukunft irgendwann wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.